Größtenteils waren die Gäste schon schockiert, dass es schmutzig ist. Eine Dame hat sich enorm beschwert, dass die Toiletten also nicht zu ertragen wären. Also man könnte da nicht draufgehen als Frau. Was Toiletten angeht, ist ein Teil die Elemente, die da drin sind. Die kosten ein bisschen Geld und das braucht ein bisschen Zeit bei mir, bis ich die dann austauschen kann. Ein Schwamm und Seife und Wasser könnt ihr euch in eurer Situation auch noch leisten. Gerade was die Toiletten angeht, habe ich ganz oft gesagt. Nur ich kann natürlich nichts dagegen machen, wenn es nicht gemacht wird. Ich kann ihn ja nicht zwingen. Servicekraft Claudia hat das Thema also schon mal angesprochen. Aber warum ist denn dann nichts passiert? Frank Rosin will sich jetzt selbst ein Bild von den Toiletten machen. So, jetzt guck dir das mal hier an. Hier kann man noch niemand draufsetzen und schon gar nicht eine Dame. Nee, ja, ist nicht du schön. Isst draußen und dann pinkelst du hier und fällst in Ohnmacht. Also, sauer machen, gucken, was erneuert werden muss, eine Aufstellung machen. Ja? Kinder, denkt da dran. Ja? Einmal durchgehen, einmal alles checken. So kann es nicht weitergehen. Das Hexenkessel-Team muss den Ernst der Lage begreifen. Aber bei der Einsicht allein darf es nicht bleiben. Hier sind bestimmt 10 Kilo Staub auf den Dekorationselementen. Kombiniert mit Fett, ja, und mit anderen Emissionen. Da ist einer Dame von der Lampe der Dreck ins Glas gefallen. Da steht ein Sarg draußen. Die Leute, die hier vorbeifahren, die erschrecken sich ja, wenn der Tod draußen vor der Tür steht. Und bei allem Respekt, egal wie insolvent ich bin oder nicht, wenn ich mich entscheide, nach einer Insolvenz hier weiterzumachen, dann muss ich auch zusehen, dass ich für die Zukunft investiere. Ich möchte, dass hier alles rauskommt. Komplett. Es wird alles rausgeräumt. Und dann wird hier gestrichen. Und dann gucken wir uns an, wie wir strukturiert hier eine Dekosituation ermitteln. Der Gastraum muss sofort entrümpelt werden. Unglaublich, wie viel Schmutz und Gerümpel sich über die Jahre angesammelt haben. Die Servicedamen Annika und Claudia stehen vor einer echten Herausforderung. Der Sternekoch möchte Ronny nochmals unter 4 Augen sprechen. Der Chef lebt neben dem Gastraum auf 30 Quadratmetern in bescheidenen Verhältnissen. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ja, meine Ziele für die Zukunft sind halt auch, endlich mal hier Geld zu verdienen. Mhm. Ja, noch irgendwie eine Absicherung zu bekommen. Was für eine Absicherung hast du eigentlich für die Zukunft? Ich habe eine ganz kleine Lebensversicherung, also eigentlich keine. All seine Ersparnisse und Reserven hat Ronny in den Hexenkessel gesteckt. Geld, das verloren geht, falls das Lokal scheitert. Wie viel Geld hast du hier in den Jahren reingesteckt? Ich habe das letzte Mal überschlagen. So richtig kriege ich es nicht zusammen, aber es geht so an die 100.000 Euro, was ich hier im Laufe der Jahre reingesteckt habe. 100.000 Euro stecken im Hexenkessel. Wie viel Geld hast du jetzt im Monat zur Verfügung für dich privat? Für mich privat? Mal sagen, vielleicht 700, 800 Euro. Und dafür steht Ronny 7 Tage die Woche in der Küche seines Restaurants, schon seit 22 Jahren. Dadurch hat er die Probleme im Betrieb nicht mehr gesehen. Nicht nur die Sauberkeit im Laden, auch sich selbst hat er dabei vernachlässigt. Erlaube mir jetzt, das zu sagen, aber manchmal kommst du mir vor, als wenn du hier der Waldschrat bist. Wie der Waldschrat? Ja, das ist unter Männern gesagt, kommst du mir in deinem Auftreten doch relativ ungepflegt vor. Du musst dich mal ordentlich rasieren. Vor allem muss dein Bart, wenn man einen Bart hat, muss man diesen Bart auch pflegen. Ja gut, den Bart mache ich einmal die Woche in etwa. Schneid ihn wieder runter, dann wächst er wieder ein bisschen nach. Ja, aber du bist dein Bart ist wie dein Garten und dein Bart ist wie dein Laden und dein Auftreten. Und da kann ich, und da ist auch diese Diskussion für mich auch müßig, weil im Geschäftsleben tritt man ordentlich und gepflegt auf. Auch wenn es wehtut, Chef Ronny muss endlich radikal umdenken. Ich möchte dich bitten, inständig, als Kollege, du musst mit System anfangen, jetzt das, dann das, dann das, dann das. Systematisch hier aufräumen und Ordnung machen. Wichtig ist, dass du dein äußeres Erscheinungsbild wirklich änderst. Denn du hast hier eine Vorbildfunktion gegenüber deinen Mitarbeitern. Und das sehen ja auch die Gäste. Ich will die Sachen ja auch annehmen. Musst du. Du musst. Sonst gehst du hier kaputt in dem Laden. So hat Ronny das noch nie gesehen und ist dankbar für Frank Rosins Hilfe. Dabei fängt der doch gerade erst richtig an. Und zwar bei der Zwei-Punkte-Katastrophe vom Vorabend, dem Dessert.
Der langweilige Eisbecher kam mit am schlechtesten an. In Zukunft soll eine rote Hexenkesselgrütze für Begeisterung sorgen. In ausreichend Karamell werden gefrorene Beeren gegeben. Sie sind die Grundlage der Grütze. Für eine unverwechselbare Note sorgt Ingwer. Die Schärfe und die Säure ist sehr gut für die Früchte. Okay. Ja, weil diese Säure unterstützt einfach den Eigengeschmack der Erdbeeren. Rotwein unterstreicht das fruchtige Beerenaroma zusätzlich. Ein guter Schuss kommt direkt in den Topf. Ein weiterer wird mit Puddingpulver verrührt. Das Pulver dient als Bindemittel und dickt die Beeren an. Für ein besonderes Parfum sorgt eine feingeschnittene Orangenschale. Sehr gut. Flo, 1A. Dankeschön. Die klein gehackte Orangenschale kommt in die pürierte Grütze. Zum Abschluss werden wieder tiefgefrorene Beeren untergehoben. Sie tauen langsam in der warmen Grütze auf und bleiben somit richtig bissfest. Darum macht man die Soße auch ein bisschen dicker, weil in den Früchten ist ja auch noch Wasser drin. Das taut jetzt mit auf. Darum muss man die Soße auch immer ein bisschen kräftig abschmecken, weil das Wasser der Früchte das Ganze auch noch ein bisschen verlängert. Mit einer Kugel Eis wird das neue Dessert angerichtet. Und ja, die frisch zubereitete Beerengrütze scheint zu schmecken. Die zweite große Baustelle war das Hauptgericht mit den Fleischspießen. Frank Rosin hat eine Idee. Was ich noch brauche, ist ein Holzkohlegrill. Hast du einen Holzkohlegrill? Ja. Wunderbar. Draußen im Biergarten hat Inhaber Ronny noch einen Grill stehen. Der soll seinen Spießen künftig einen kohlig-rauchigen Geschmack geben. Doch der Zustand des Grills ist, nun ja, schockierend. Wenn du hier eine Wurst grillst und die isst, ne, dann brauchst du nicht nach Senf fragen, sondern kannst du deinen Einweisungsschein ins Krankenhaus sofort mitkriegen, weil das gibt's ja gar nicht. Also das muss weg. Ja, das muss weg. Der Sternekoch traut seinen Augen nicht. Chef Ronny hat noch mehr Leichen im Keller, im Garten. Nicht nur sein Gastraum ist schmuddelig und dreckig, auch der ganze Biergarten. Das Aushängeschild des Restaurants ist verwahrlost. Wie wär's einfach mal mit ein bisschen Pflege? Ich kann keine Gartengestaltung. Pflege? Joa. Ja. Was ist das für eine Ausrede? Das ist keine Ausrede. Ich habe da keine Hand für. Du hast keinen Bock. Das ist doch dein Gewerbe. Du willst doch hier Geld verdienen. Mein Gott, was muss ich dir denn hier eigentlich erklären? Dein Arsch ist auf Grundeis und du sagst mir, ich bin doch kein Gärtner. Ja, da bin ich nicht so gut drin in Gartengestaltung. Ja, aber das muss doch gemacht werden, ja, ob sicher. Du da gut drin oder ja. nicht bist. Das ist doch deine Kohle hier, Alter. Ja. Du hast ein Paradies hier. Ich sag ja, 5.000, 6.000 Menschen fahren hier am Tag vorbei. Und du wunderst dich, warum keiner hier reinkommt, weil das hier weil die sehen, dass du dich nicht drum kümmerst. Du kümmerst dich um deine Gäste einfach nicht. Die ganze Anlage ist zugewuchert, sodass das Restaurant von der Landstraße aus nicht wirklich gesehen werden kann. Trotz eines Schildes. Und wer von der anderen Seite vorbeifährt, für den ist das Restaurant als solches gar nicht zu erkennen. Wild vor sich hin wachsende Pflanzen versperren die Sicht. Selbst wenn vorbeifahrende Gäste den Laden sehen, der Eindruck ist alles andere als einladend. Frank Rosin befürchtet, dass seine Kritik nicht bei Ronny ankommt. Dem 57-Jährigen scheint nicht klar zu sein, welche Folgen dieser desolate Zustand hat. Ich hab dich gegoogelt, jetzt pass auf, hier. Zum Thema Sauberkeit lässt es einen kalt den Rücken runterlaufen. Sauberkeit der Toilette, nicht akzeptabel. Sauberkeit des Restaurants, nicht akzeptabel. Ja? Wie war die Qualität des Essens? Unzureichend. Von der negativen Kritik im Internet hat Chef Ronny nichts gewusst. Er selbst hat seinen Laden noch nie gegoogelt. Das Problem ist, das geht nie mehr raus. Internet vergisst nicht. Einmal drin, immer drin. Die einzige Chance, neue, positive Bewertungen im Internet. Aber dafür muss sich dringend etwas ändern im Hexenkessel. Zum wiederholten Male redet der Sternekoch Ronny ins Gewissen. Versprich mir, dass du dir ein bisschen mehr Mühe gibst dafür. Ja. Unglaublich, aber wahr. Inhaber Ronny hat seinen Laden bisher noch nie im Internet gesucht. Aufgerüttelt durch die vernichtenden Einträge nimmt er den katastrophalen Zustand des Hexenkessels endlich wahr. Der 57-Jährige scheint zu begreifen, wie sein Restaurant bisher auf seine Gäste gewirkt hat. Deshalb will er die Internetkritik auch direkt mit seinen Mitarbeitern besprechen. Zum Ambiente ist die Idee, mit den Hexen als gut zu bezeichnen. Jedoch die Ausführung und Sauberkeit lässt es einen kalt den Rücken runterlaufen. Bei Licht möchte ich dort nicht im Lokal sein, was dort zu sehen sein wird. Naja. Die Einträge im Internet sind schockierend. Aber warum hat sich das Hexenkessel-Team so gehen lassen? Wie konnte es so weit kommen?
unterschiedlich. Wir als Team zeigen zu wenig Elan. Sag mal so, wenn einer keine Lust hat, irgendwie sauber zu machen, überträgt sich das schnell auf den anderen. Und dann ist das ganze Team damit nachher infiziert. Und dadurch bleibt halt die Sauberkeit ja auf der Strecke. Als ich eingearbeitet wurde, war es ja so, dass mir wirklich nur die Tresensachen und das alles gezeigt worden ist. Und mit dem ganzen anderen, da muss ich auch sagen, da war ich mit den Gedanken gar nicht bei. Endlich bespricht das Team offen das Problem Sauberkeit. Also ich finde, dass du selber kein Vorbild für Sauberkeit bist. Dass dann nicht wirklich richtig die Anweisungen kommen an alle. Ne? Es arbeitet halt jeder so in seinem Ermessen, wie er es für richtig hält und wie er es für sauber und ordentlich dann hinterher hält. Und was ich natürlich auch finde, es hat sich hier einfach eingeschlichen, das Ganze. Ja, gut. Gedanken habe ich mir darüber eh schon gemacht und ich habe euch ja auch in letzter Zeit auch immer mal, aber eben nur sporadisch so gesagt, komm, das können wir im Einzelnen beschnacken, wie weit was. Wie weit was? Das klingt nicht nach einer handfesten Lösung, doch die muss dringend her. Sie räumen mir gerade eine Kloake auf, sage ich euch. Ich habe hier in Sachen gegriffen, das möchte ich euch gar nicht erzählen. Und das ist das Allererste, da muss man ran. Vielleicht sollten wir auch Aufgabenbereiche einfach mal einteilen. Dass man sagt, du bist dafür zuständig und du bist dafür zuständig und hat dafür jeder zu sorgen, dass es dann auch so bleibt. Ein konkreter Vorschlag von Servicekraft Claudia. Aber wie reagiert der Chef? Du hast recht. Und ich denke eben auch, dass ich dieses Durchsetzungsvermögen so nicht gezeigt habe. Dass ich daran arbeiten muss, auf jeden Fall. Ich werde dann einfach sehen, dass ich da auch bei vielen Dingen ja mal vorweggehe und bisher mehr Vorbild bin. Erste Einsicht, doch die allein reicht nicht aus. Das Team hat beschlossen, feste Bereiche einzuführen. Vorschlag vom Chef, ein Wochenplan, in dem alle notwendigen Aufgaben aufgeführt sind. Also, wir fassen noch mal zusammen. Erstens, du und dein Wochenplan, den möchte ich morgen sehen. Zweitens, euren Arbeitsplan, wer was macht. Sauberkeit, Kontrolle, ja, die Kommunikation mit ihm. Möchte ich auch morgen sehen. Die Hexenkessel-Crew muss endlich anfangen, diszipliniert zu putzen. Ob das Teamgespräch wirklich der entscheidende Wendepunkt war, wird sich zeigen.